Vor zwei Tagen wurde uns ja persönlich von Minecraft ein brandneuer Block für das 1.21 Update vorgestellt. Dieser Block trägt den Namen The Vault und funktioniert wie ein abgeschlossener Tresor voller Loot. Die sogenannten Trial Keys erhältst du ja durch das Besiegen von Mobwellen im neuen 1.21 Dungeon und kannst diese Tresore dann damit aufschließen. Das Praktische ist, jeder Minecraft-Spieler kann jeweils nur einen einzigen Schlüssel benutzen, wodurch dir nie dein Loot weggeschnappt werden kann, da du deinen eigenen hast. Doch dieser Block hat wesentlich mehr Potenzial, vor allem für den Multiplayer-Bereich des Spiels. KingBDogs, ein Minecraft-Entwickler, hat bereits angekündigt oder auch bestätigt, dass dieser Block auch in andere Strukturen passen könnte. Würde dies bedeuten, dass jeder Minecraft-Spieler ohne Probleme an Netherite-Templates kommen kann oder sogar an eine Elytra, ohne die Befürchtung zu haben, dass ein schnellerer Spieler sie wegschnappt? Warum dieser Block einige Dinge in Minecraft ändern wird und weitere Infos, die Minecraft-Entwickler geteilt haben, schauen wir uns im heutigen Video gemeinsam an. Durch ein Like könnt ihr jetzt diese unfassbare, limitierte, nice und coole Schleimi-Lootbox öffnen. Ja, los, traut euch! Für euch nämlich nur ein kleiner Klick und für den Schleimi wie immer eine Riesenfreude. Oh Mann. Heute geht nochmal ein ganz besonderer Shoutout raus an meinen Partner Shakeson Fidget. Dies ist ja ein Free-to-Play-Indie-Strategiespiel, in dem du deinen eigenen Charakter abhängig von seiner Klasse und Fähigkeiten leveln und auch skillen kannst. Das Ziel ist es natürlich, durch Quests oder Dungeons viel XP, Gold, Ausrüstung und vieles mehr zu sammeln oder zu kaufen, um dadurch immer stärker zu werden. Shakeson Fidget ist für mich halt täglich das perfekte Spiel für zwischendurch, weil man es halt nicht nur kostenlos spielen kann, sondern auch über Steam, im Browser oder sogar easy per App. Schaut auf jeden Fall sehr, sehr gerne mal rein, erstellt euch einen neuen Charakter und eine Gilde mit Freunden und ich versichere euch, ihr werdet sehr, sehr schnell süchtig nach diesem Spiel. Den Link findet ihr wie immer unten in der Beschreibung und wir machen in der Zeit weiter mit dem Video. Der neue Vault-Block in Minecraft sorgte für geteilte Meinungen in der Minecraft-Community, wie so oft irgendwie bei neuen Features. Einige fanden ihn eher unnötig und da der Trial-Spawner bereits existierte, auch irgendwie irgendwo überflüssig. Andere dagegen sehen in ihm noch viel mehr Potenzial, da er ja nicht nur limitiert in den Trial-Chambers generiert werden muss, sondern eventuell ja auch in anderen Minecraft-Strukturen. KingBDogs, ein Minecraft-Entwickler, sagte zu dieser Thematik nämlich das hier. Tresore sind vielseitig einsetzbar und können auch in anderen Bauwerken eingesetzt werden. Im Moment konzentrieren wir uns auf die Trial-Chambers, aber sie sind so konzipiert, dass sie in jeder Struktur verwendet werden können. Natürlich ist es nicht so einfach, Tresore in alte Strukturen einzubauen. Es erfordert Anpassungen. Wenn großes Interesse daran besteht, dass sie auch in andere Strukturen vorkommen, ist es natürlich ein tolles Feedback von der Community, uns über die zukünftige Entwicklung zu informieren. Aber ich möchte, dass die Spieler zuerst sehen, wie es sich jetzt in den Trial Chambers anfühlt. Das klingt auf jeden Fall schon mal mehr als interessant, wie ich finde. Die Entwickler mögen also die Idee, dass diese Tresore hört sich im Deutschen auch wieder ganz weird an, aber sie heißen tatsächlich Tresore, auch in Zukunft in anderen Strukturen zu finden sind. Und ich finde, das wäre halt ein absoluter Gewinn und wäre vor allem für die Multiplayer-Erfahrung alleine wirklich komplett cool. Stellt euch einfach mal vor, so große Projekte wie Craft Attack, die hätten dann zum Beispiel, ich nenne es jetzt einfach mal, weniger Probleme in Anführungsstrichen. Viele Spieler neigen ja am Anfang dazu, direkt durchzurushen, Netherite zu farmen. Du kommst nach zwei Tagen auf dem Server und die sind schon full Netherite, komplett OP-equipped und du selber, ja, hast ja noch nicht mal Netherite-Template und kannst dann erstmal auf die Suche gehen nach neuen Bastionen, um dann neue Templates zu finden. Weil solche Multiplayer-Erfahrungen, ja, laufen ja mal meist nach dem Motto, wer zuerst kommt, der malt auch zuerst. Und das ist ja auch völlig okay so. Und natürlich kann man diese auch vermehren, jetzt speziell diese Netherite-Templates. Aber dennoch gingen einige Spieler, die später anfangen haben, erstmal leer aus und mussten dann, keine Ahnung, wie viele Tausende von Chunks durchforsten, eine neue Festung suchen, eine neue End-City suchen. Das ist ja bei der Elytra der gleiche Fall. Das ist ja manchmal auch echt ärgerlich. Natürlich sollen jetzt nicht grundsätzlich alle Loot-Kisten, wie wir sie kennen, in jeder Minecraft-Struktur irgendwie durch Tresore ersetzt werden. Aber die ein oder andere wäre doch auf jeden Fall schon ganz cool. Einige Spieler waren auch zunächst etwas enttäuscht über die Tatsache, dass die Textur des Schlüssels überarbeitet wurde und somit ja kein Zusammenhang mehr zum Deep Dark bestehen würde, da einige aufgrund der Textur, ja, dementsprechend dies vermutet haben, weil sie sahen sich schon sehr ähnlich, muss man schon sagen. Dazu schrieb KingBDogs aber das hier. Die ursprüngliche Schlüsseltextur war nie auf das Deep Dark ausgerichtet. Eine ältere Textur von Vaults hatte lediglich blaue statt orangefarbene Augen. Wir haben uns dafür entschieden, es so zu ändern, dass sowohl Vaults als auch Trial-Spawner die gleichen Augenfarben haben. Und ja, im Nachhinein betrachtet macht das natürlich auch Sinn, auch wenn so eine Verbindung zum Deep Dark echt cool gewesen wäre, ehrlich gesagt. Und irgendwie auch wieder blöd gelaufen, weil der erste Schlüssel sah wirklich verdammt dem Deep Dark ähnlich und eigentlich sollten sie wissen, hey, da werden die meisten wieder irgendwelche Vermutungen aufstellen, aber nichtsdestotrotz hat er klargestellt, ist cool. Zum Thema Loot Table haben sich ja auch noch sehr, sehr viele Spieler Gedanken gemacht, beziehungsweise vorab auch schon behauptet, dass der Loot absolut Trash wäre. Und ja, im Vorstellungsvideo sieht man ja die ein oder anderen verzauberten Eisen, Items, Equipment oder auch einen OP-Apfel. KingBDogs bestätigte aber auch hier nochmal,
dass dieser Loot nicht final ist und sich definitiv vor Release auch ändern wird. Und ja, das muss natürlich auch geändert werden, da die Trial-Spawners ja bereits nahezu denselben Loot momentan noch droppen. Dementsprechend muss es ja einen Mehrwert geben, auch nochmal extra die Tresore zu looten, die ja auch noch sogar limitiert lootbar sind. Das wäre absolut sinnbefreit, dass die ja fast denselben Loot haben wie die Trial-Spawner, dann macht dieses ganze Feature im Endeffekt natürlich keinen Sinn. Viele haben aber auch gefragt, ob dieser Tresorblock denn verschiebbar oder gar abbaubar ist, da das ja auch eine wichtige Frage in Bezug auf Multiplayer wäre. Dazu schrieb der Entwickler das hier. Wir verhindern nie, dass Spieler in Minecraft Jerks, das heißt so viel wie Idioten, sind. Es ist schließlich ein Sandbox. Um dies jedoch zu verhindern, machen wir das Abbauen extrem langsam, genau wie bei Trialspawnern. Es ist ein guter Mittelweg, der immer noch, wenn auch sehr langsam, zerstört werden kann, um etwas anderes aufzubauen. Das ist wiederum irgendwie interessant. Also ich finde tatsächlich, dass er, um auch grundsätzlich die Multiplayer-Erfahrung zu verbessern oder zu verändern, unzerstörbar sein müsste eigentlich. Spieler, die diesen Block halt looten, also als erster looten, die können ja nur einmal looten, werden ihn mit Sicherheit abbauen. Solche Spieler gibt es halt überall und immer wieder. Es sei denn, der Server verhindert das Ganze durch Regeln oder irgendwas in andere Richtungen, Plugins, I don't know. Aber vielleicht sehe ich das Ganze ja auch nur so. Was denkt ihr über diese Thematik? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube, um ihn richtig sinnig zu machen, dürfte er eigentlich wie Bedrock unkaputtbar gemacht werden. Man kann also sagen, dass dieser neue Block viel, viel mehr Potenzial verbirgt, als er aktuell zu bieten scheint. Alleine die Vorstellung, dass die Minecraft-Erfahrung grundsätzlich verbessert wird, indem er auch in andere Strukturen zu finden ist, vor allem halt in Bastionen und auch in den Endships, das wäre, also fände ich wirklich super. Und auch die Tatsache, dass die Strukturen durch die Schlüssel ja quasi miteinander verbunden sind, macht es auch irgendwie schon mal interessanter und auch sinniger, auch verschiedene Strukturen nochmal aufzusuchen und vor allem auch die Trial Chambers aufzusuchen. Aber da muss sich dann natürlich auch der Loot wiederum extrem lohnen. Dementsprechend bin ich immer sehr gespannt, was sich dann noch so tun wird und was uns da so erwartet. Eure Meinung sehr, sehr gerne in die Kommentare. Schleimi, danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen, Freunde.